Auf dem PC gibt es das Actionspiel Redeemer schon seit 2017. Jetzt im Rahmen der Gamescom wurde erstmals die Enhanced Edition gezeigt, die für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch rauskommen soll und später auch als kostenloses Update für die PC-Version. Mein Kollege Peter Bartke hat sich das mal angeschaut. Hallo Peter. Hallo. Du hast das ausprobiert, jetzt schon diese Enhanced Edition und tatsächlich auch die PC-Version, die es dann als Update geben wird. Kannst du, bevor wir uns über die Neuerung unterhalten, kannst du mal ganz kurz erklären, was ist das für ein Spiel, was macht das aus? Es ist ein Top-Down-Action-Spiel, ähnlich würde ich sagen wie Hotline Miami, so ganz ein bisschen, aber sehr starker Fokus auf den Nahkampf. Mhm. Du hast eine Blockenfunktion, so Konterfunktion mehr oder weniger. Du kannst sehr mit der Umgebung interagieren, indem du halt Leute an den Baum hängst oder dir Steine greifst und die auf die drauf wirfst. Und das eben alles von oben zu sehen, ist sehr schnell, sehr direkt die ganze Sache und auch sehr blutig. Mhm. Stimmt, es ist tatsächlich, der haut ganz schön zu. Obwohl er ja eigentlich jemand ist, der gar nicht mehr zuhauen will. Vielleicht sollte man ganz kurz einmal erklären, worum es da eigentlich geht. Er ist doch eigentlich inzwischen Mönch, oder? Ja, er ist Mönch. Er sieht so ein bisschen, letztens hat mir ein Kollege gesagt, das ist doch Kratos, der da läuft. Ja. Also auch Glatzkopf, auch so eine Toga hat er tatsächlich an, wie halt so ein Mönch aussieht. Ne? Und aber sein Kloster wird angegriffen am Anfang und von irgendwelchen Bösen. Das ist natürlich ganz finstere Gesellen und dann muss er natürlich wieder seine alte Kampfesbereitschaft wieder aufnehmen und gegen seine Überzeugung haut er alles zu Brei, was ihm oft vor die Fäuste kommt. Also und wie in so einem Jason Statham-Film, der ausgeschiedene Söldner, der eigentlich in Frieden leben will und dann kommt der Bösen. Genau, er ist eigentlich ein ganz guter Kerl. Dann haut er aber wirklich in Nahaufnahme, weil manchmal geht die Kamera dann auch so richtig ran, wenn man den letzten Gegner in der Nähe besiegt, dann sieht man richtig, wie er da wenn du ein Messer jetzt zum Beispiel in der Hand hast, dann macht er den da richtig kaputt. Ja. Das ist von der Steuerung her eher so gedacht wie ein Twin-Stick-Shooter. Hast du es auch mal mit Maus und Tastatur zufällig ausprobiert? Ja, habe ich auch. Ich finde, es geht schon. Also ich habe ja auch Hotline Miami tatsächlich nur mit Maus und Tastatur gespielt. Das geht bei diesen Spielen, finde ich, wunderbar. Auch bei Redeemer. Und du hast schon gesagt, es ist größtenteils ein Nahkampfspiel. Man kann aber Fernkampfwaffen, also Pistolen, Maschinengewehre und so eine Sachen, man kann die finden, oder? Wie funktioniert das? Der Kerl nimmt ja alles auf, was da rumliegt. Also Äste, Messer, wie gesagt, und halt auch mal eine Knarre, die dann Gegner haben. Und die haben aber immer nur ein Magazin, also es sind ganz wenige Schüsse. Wenn du die halt alle verschossen hast, dann wirft er die Waffe automatisch wieder weg und der muss dann zum nächsten. Das wird so ein bisschen zum Puzzlespiel, gerade in den späteren Levels, wenn du dann sagst, weil die sind natürlich sehr stark, diese Schusswaffen, dass du dann quasi von Gegner zu Gegner springst und schnell die nächste Waffe nimmst und dann schießt du wieder dreimal und dann gehst du zum nächsten Gegner. Und da kommt dann schon ein ganz guter Flow auf, finde ich. Aber es ist halt recht, dadurch, dass es dann immer schwerer wird, zumindest in der Originalversion, wurde es dann mehr so ein, auch wieder Puzzlespiel, aber so ein Geduldsspiel fast schon eher. Und du musst es dann richtig aus, die den richtigen Plan zurechtlegen, wie man überlegen, okay, wo geht man jetzt hin, welche Waffe nimmt man, welche lässt man erstmal noch liegen. Du hast gerade schon gesagt, die späteren Level, und da sind wir auch schon ein bisschen bei dem Punkt, was hoffentlich diese Enhanced Edition von der ursprünglichen PC-Fassung unterscheidet, denn der Anfang kam immer auch bei den Spielern und den Reviews immer sehr gut an, und dann war aber das Fazit, aber ungefähr so ab der Hälfte, wenn man dann kommt man in so Biolabore, ab da wird es sehr repetitiv, sehr lustlos vom Level-Design, als wäre so ein bisschen einfach die Luft raus. Hast du in der Enhanced Edition jetzt schon spüren können, haben sie da was dran drehen können? Finde ich nicht groß, also es scheint nicht so wirklich der Fokus gewesen zu sein, weil die Levels sind immer noch die gleichen und es sind halt gerade in diesen Laboren, die du meinst, da sieht es halt ein Gang wie der nächste aus und dann kommen auch noch so Monster, die da herangezüchtet wurden. Stimmt, es sind ja nicht nur Menschen, es kommen später auch irgendwelche Gen-, ja, so Viecher Monster, halt, ja, so Dämonen, was auch immer. Und da merkst du schon, einerseits ist es gut, weil die kommen, weil du hast sehr wenig Gegnerabwechslung in diesem Spiel. Andererseits hauen die halt auch nur zu, ne? Und die haben halt dann auch keine großen besonderen Fähigkeiten. Und ich finde immer noch, es wirkt immer noch ein bisschen, es ist halt kein so ein Hotline Miami, wo du zu jedem in die Hand drücken kannst und sagst, das ist ein geiles Spiel, sondern es ist mehr so ein,
wenn du ein Fan davon bist, dann kannst du jetzt die Enhanced Edition auch mal ausprobieren, tatsächlich, wenn du es vorher nicht gespielt hast. Vor allem, weil es jetzt einen Koop-Modus gibt und weil sie auch ein bisschen was gedreht haben um diese Upgrade-Mechanik, beziehungsweise die es eingeführt haben, dass man sich jetzt auch, wenn man jetzt zum Beispiel auch zwei Spieler sind, dass die auch unterschiedliche Rollen tatsächlich einnehmen können. Okay, wie funktioniert das? Ja, du kriegst immer Punkte, indem du diese Schriftrollen findest im Level, die musst du halt wirklich suchen und damit kannst du dann Fähigkeiten erhöhen und jetzt gibt es halt auch noch eine, neben diesem Mönchklasse, sage ich mal, gibt es auch noch eine Soldatenklasse und die ist halt mehr darauf ausgelegt, auf das Schießen und so weiter und so fort. Und wenn du im Koop bist, dann macht es natürlich Sinn, wenn der eine den Mönch spielt und der andere den Soldaten. Der Koop ist aber schon die normale Kampagne oder sind das irgendwie separate Level? Nee, das ist einfach ist einfach so zweit unterwegs. Aber an einem System, oder? Wie ist das? Genau, es gibt keinen Online. Kein Online-Modus, auch nicht in der Enhanced Edition. Also man muss schon sich an einen PC bzw. an eine Konsole setzen. Gut, aber das passt ja eigentlich für so einen Top-Down-Twin-Stick-Shooter. Da ist man es ja durchaus gewohnt, das so zu spielen. Sollten wir noch irgendwas ganz, ich schaue gerade mal auf meinen schlauen Zettel, sollten wir noch irgendwas ganz Wichtiges über Redeemer in der Enhanced-Edition wissen? Ja, es kommt im Herbst. Es ist von russischen Herstellern. Hello guys, my name is Dmitry Kachkov. I'm head of Sabaka Studio, based in Moscow, Russia. We are developers of Redeemer. And it will be released soon on all actual platforms, PS4, Xbox One, and Nintendo Switch. Please watch our video of a gameplay right now and enjoy us in the game soon. Es ist ein bisschen, ja, wie sagt man, rough around your edges. Ja, also man darf jetzt nicht das ultra polierte Spiel erwarten und auch kein großartiges Story-Spiel. Also es gibt animierte so Zwischensequenzen, Comic-Grafik, aber die Story, die da erzählt wird, das ist... Ja. Jason Statham hätte seine Freude wahrscheinlich dran, aber wahrscheinlich. Alle anderen nicht so wirklich. Okay, also durchaus grundsolide, aber jetzt auch kein Hammer-Titel. Also schauen wir mal, wie die Fans die Enhanced-Edition dann aufnehmen werden, jetzt mit den Verbesserungen. Sie haben schon gesagt, dass diese Enhanced-Edition als Update kostenlos für die PC-Spieler kommen soll. Obwohl, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, den Punkt der war noch nicht bestätigt, oder? Dass es kostenlos als Update kommen soll. Es hieß nur, es kommt. Edition später? Ja, man will ja, ich will ja jetzt auch nicht zu viel versprechen, weil wir kennen das ja alles, wie so Sachen manchmal dann rauskommen bei Herstellern, aber er hat es tatsächlich nicht so gesagt, er hat gesagt, es wird ein Upgrade sein und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass es ein kostenloses Upgrade für die PC-Spieler wird, weil sie sich nämlich extra mit dieser Enhanced Edition bedanken wollen, bei den Leuten, die es gespielt haben, die Feedback gegeben haben und einiges davon haben sie ja jetzt umgesetzt. Genau. Und auf den Konsolen wird es dann natürlich als ganz normaler Verkaufstitel kommen. Im Herbst am PC kostet es momentan 15 Euro. Ich tippe mal, die Konsolenversion wird wahrscheinlich genauso viel kosten, außer wahrscheinlich auf der Nintendo Switch, weil da kommen immer noch mal 5 Euro dazu, weil da sind die Titel ja immer zum Download ein bisschen teurer. Kann man sich bestimmt mal anschauen, wenn man Twin-Stick-Shooter mag. Mir hat es zumindest die erste Hälfte hat mir viel Spaß gemacht. Danach muss man mal gucken. Peter, vielen Dank für die Einschätzung und das war's zu Redeemer, der Enhanced Edition, die hier auf der Gamescom zum ersten Mal gezeigt wurde.